Einen wunderschönen Abend und herzlich willkommen zurück, meine treuen Zuschauerfreunde, auf meinem Kanal bei Stefans Mix TV. Erstmal wollte ich mich bei euch dafür entschuldigen, dass meine Folgen jetzt ein paar Tage nicht liefen. Das hing damit zusammen, dass ich eine kleine Winterpause eingelegt habe, ganz spontan. Die musste ich einfach mal haben. Und ja, jetzt geht's aber weiter mit Mediwar 2 Total War. Es ging ja darum, dass wir hier mit Dänemark versucht hatten, Edinburgh jetzt zu erobern. Sie sind auch in der Belagerung, Freunde. Und Schottland schaut wieder zu. Ja, und dann geht's hier weiter. Dann holen wir uns nachher, wir müssen ja uns runterrutschen zu England. Dann hier drüben ist noch irgendeine schottische oder irgendeine Rebellenburg war hier drüben noch gewesen. Die holen wir uns dann später auch noch, dass wir quasi die ganze Insel besetzen. Einnehmen und dann geht's hier weiter. Ach, hier haben wir übrigens noch einen Kampf mit dem Heiligen Römischen Reich. Die wollen sich schon wieder Hamburg holen und schaut euch mal den ihren Banner an. Ja, Freunde, ich würde sagen, hier holen sie sich gerade noch ein Fort. Ich würde sagen, Hamburg können wir uns erstmal abschmieren, so wie es aussieht. Also diese Burg haben wir jetzt wahrscheinlich erstmal verloren. Ich weiß nicht für wie lange. Ich hoffe, wir kommen sie schnell wieder, aber bis jetzt sieht es so aus, als wenn das Heilige Römische Reich hier irgendwie ganz schön draufhaut. Gut, wir kümmern uns jetzt aber erstmal um Edinburgh, weil wie gesagt, Hamburg können wir jetzt sowieso nicht mehr retten. Die Burg ist verloren, aber nur bis auf Weiteres. Okay, Freunde, dann will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir versuchen in die Stadt Edinburgh reinzukommen. Mein König, sehen stolz in den Kampf, Herr. Okay, dann geht's los. Ja, 7:2. Stärkeverhältnis. Oh, stellt euch das mal vor, 1028 Mann gegen 53 Mann. Ja, und ich schätze mal, das ist nur die reine Kavallerie, könnte ich mir fast vorstellen. Nur von dem General. Und trotzdem nur ein Verhältnis von 7:2. Okay. Das Schlachtfeld ist bereit. Möge der Kampf beginnen. Ja, mal schauen, ob es spannend wird. Ich hoffe es. Aber schade, dass wir Hamburg gleich verlieren werden. Ach, das ist ärgerlich. Aber wir werden uns Hamburg wiederholen, Freunde. Ja, wie gesagt, wenn man dieses Spiel wirklich schon auf leicht nur spielt, das ist schon schwer, finde ich zumindest. Oh, das Wetter sieht gar nicht gut aus. Positionierung starten, wir warten mal das Wetter ab. Gucken, vielleicht wird es noch ein bisschen besser. Ja, perfekt, Freunde. Und ja, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ich habe mich mal darum gekümmert, dass man hier dieses Hut hier wegbekommt alles. Die Karte, hier oben diese Symbole und die Einheitentruppen. Und wenn man jetzt überall immer raufklickt, kann man diese Sachen, wie waren das jetzt, hier? Genau, eingleiten lassen. Und hier nochmal. Ja, okay, perfekt. So, das ist die Stadt Edinburgh. Oh, schon ganz schön groß. Gut, Freunde. Dann heißt es Ramböcke positionieren. Erstmal alle Truppen nach hinten nehmen. Am besten die mal ein bisschen kleiner machen. So. Okay. Leitern schicken wir hier rüber. Wir werden von dieser Seite angreifen. Diese Leitern werden hier angreifen. Quasi direkt auf die Mauer zu. Ja. Und den Rambock stellen wir hier nach vorne. Und den zweiten auch gleich. Aber den zweiten lassen wir noch ein bisschen weiter hinten warten. Falls der erste hops geht, haben wir noch einen zweiten. Ja. Gut, dann haben wir hier. Was haben wir hier? Leichte Infanterie. Alles leichte Infanterie. Infanterie, 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 Infanterie. Alles Infanterie, sehr schön. Boah, ist das ein Trupp. Okay. Die können dann später direkt dort reinmarschieren. Die leichte Kavallerie geht nach hinten. Ja, die lassen wir hier stehen. Diese Kavallerie kommt hier hin. Der General. Ist doch der General? Nee, ich glaube nicht. Ja, die kommen dorthin.
Und die Infanterie, die geht hier noch mit rein. Okay, Freunde, jetzt geht's los. Alles klar, wir sind bereit zum Angriff. Und Attacke. Rammt das Tor auf. Und hier Leitern. Wir ran an die Mauer. Aber zacki, zacki. Ah, diese Leitern hier ran. Dalli, dalli. Ah, schön, herrlich. Ach, mal schauen. So, Freunde, den Rest lassen wir noch hinten warten. Wir schauen mal erstmal, was das Tor sagt. Doch klasse aus, oder? Und jetzt hier die Mauern stürmen. Oh, so weit wollte ich nicht. So, genau. Einfach nur klasse. Der Rambock rückt auch schon nach vorne. Im Hintergrund sieht man ihn. Ja, jetzt ist die Fahne davor. Oh, klasse. Sehr schön. Na dann hoch da. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. So, mal schauen, wo steht denn der Feind und wie viele Feinde haben wir auch? 53 Mann ist hier irgendwie. Wo ist denn der Platz? Oh, ach hier. Ah, hier. Kavallerie, Kavallerie. Alles klar. Sehr gut. Können wir nur noch hoffen, dass der Rambock das aushält. Ich glaube, der wird nicht... Weiß nicht, ob der beschossen wird, ich glaube nicht. Wie gesagt, ich denke mal, das liegt daran, dass zu wenig Truppen in der Stadt sind. Dass die Türme deshalb nicht schießen. Hm, okay. So, wenn die Leitern aktiv sind, können wir rein theoretisch unsere ganze Infanterie schon mal nach vorne schicken. Genau. Na dann. Ja. 47% Schaden, 54. Kommt schon. 80, 87%. Ja, wird Zeit, dass er später Kanonen oder wenigstens Katapulte bekommen. Okay, und jetzt heißt es rein in die Stadt. Gut. Dann würde ich sagen, die ganze gesamte Infanterie marschiert jetzt direkt zum Platz. Und zwar im Laufmarsch, Laufschritt. Marsch, Marsch. Gezeigt, was sie wert sind. Na, ist doch gut. Mauern des Feindes hören jetzt uns. Aber die können erstmal noch kurz hier warten. Wenn die jetzt alleine da reinrennen, die sollten schon alle zusammen am besten. In einer geschlossenen Gruppe jetzt die Kavallerie angreifen. Boah, Freunde, unsere ganzen Männer hier. Uhuhu. Da kommen sie alle an die Rand. Wie auf der Love Parade. Ja, hier gibt es irgendwo Buletten umsonst oder so. Irgendwo riecht es nach Grill. Okay, Männers. Na dann. Holen wir uns Edinburgh. Genau, marschieren wir mal hier durch. Und hier lang. Und da ist ja schon der Platz. Jetzt kommen sie alle an die Rand hier. Schön. Ja, ihr könnt jetzt alle hier nach vorne gehen. Ja, Beeilung, Beeilung. Den Mann hier angerannt kommt. Das gibt eine Party.
So, und jetzt einfach nur rein da. Das sollten wir ja wohl schaffen. Am besten alle. Ich hole jetzt alle hier rein. Fertig. Okay, jetzt. Ich hoffe, wir schaffen es. Genug Truppen haben wir ja. Kavallerie müsste jetzt eigentlich auch noch dazu stoßen, unsere eigene. Sehr gut. Sehr gut. Die Männer haben das Kommando über die Stadt verloren. Naja, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Wir müssen nur alle unsere Truppen hier reinschicken. Vielleicht könnte ich ja mal mit ein, zwei Truppen von hinten angreifen. Schicken wir den mal hier hin. Dann nehmen wir mal diesen Trupp hier und schicken ihn hier hin. So, dann versuchen wir die mal von hinten anzugreifen. Unsere Männer haben das Kommando über die Stadt. Natürlich müssen sich alle beeilen. Ja, kriegen wir auch hin. Ja, die Stadt kriegen wir auf jeden Fall.